damit mal wieder herzlich willkommen zurück an Bord der Avenger, unseren geliebten mobilen Heim zum Rächen der Erde. Okay. Viel zu sagen habe ich nicht. Gab nicht viel, was sich ereignet hat seit unserem letzten Mal. Was halt noch offen ist, ist, wir haben einen Ingenieur mittlerweile zu viel. Ist aber nicht schlimm, denn wir brauchen noch Energie in Zukunft. Nur brauchen wir erstmal Kohle, bevor wir eins von den Energierelais umbauen können, sodass da noch ein zweiter Mann arbeiten kann. Und ja, sehen wir zu, dass wir uns die beschaffen. Gucken, wir können Alien-Regierungen sammeln. Alien-Regierungen, aber puh, was hat man eigentlich gemacht? Schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Also wir haben die Möglichkeiten, Soldaten zu beschaffen, Vorräte, Informationen, Alien-Legierungen. Ach, wir waren am Kontakt herstellen. 2 Tage nur. Dann machen wir das erstmal fertig. Zwischendrin müsste die Forschung fertig werden. Dann setzen wir mal wieder eine Story-Forschung über die Schattenkammer an. Und mal gucken, was wir so rauskommen. Oh, ein Mystiker. Gucken wir mal. Kann er noch so lernen? Caesar ist immun gegen Feuergift, Säure und Explosionsschaden. Interessant. Schwächender telepathischer Angriff. Hat schon definitiv irgendwas zum Angreifen. Ich würde sagen, das Bollwerk ist auf jeden Fall interessant. Den nehmen wir mal. Und dann lassen wir so weitermachen. Wir haben unsere Forschungen in bemerkenswert kurzer Zeit abgeschlossen, Commander. Ja, war inspiriert. Wie Dr. Valen selbst in einem ihrer Forschungsberichte festgestellt hat, war es völlig unverantwortlich und geradezu irrational, diese Forschungen trotz aller ihr bekannten Risiken nicht nur für sie, sondern auch für den winzigen Rest der gesamten Menschheit zu verfolgen. Ja, aber Wissenschaftler tun sowas halt. Nun gut, wir haben ein neues Testbereichsprojekt, den Rage-Anzug. Also Wutanzug. Frag mich, ob wir die Erklärung für die Abkürzung noch bekommen. Da sind ja Punkte dazwischen. Das schaut auf jeden Fall interessant aus. Werden wir mal gucken, ob wir da ein bisschen mehr Infos für rauskriegen. So, ansonsten könnten noch die Jägerwaffen machen, weil ich möchte mal ein kleines bisschen in der Story noch fortkommen. Deswegen schnappen wir uns erstmal ein Schattenprojekt und nehmen den Stasis-Anzug mal auseinander. Mal gucken, was uns das gibt. So, der Testbereich. Fertigungsliste ist leer. Da will auch jemand wieder arbeiten. Der Rage-Anzug. Vielleicht können wir erstaunlich widerstandsfähige Haut der Berserkerkönigin für eine stärkere Körperpanzerung verwenden. Ja, wir haben 3 Kerne, wir haben 5 Alien-Legierungen und wir haben 5 Elerium-Kristalle. Why not? Machen wir mal einen. Einfach Spaßes halber. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind. Und damit die Technik da auch mal was zu tun bekommt. Okay, also 4 Tage für einen Rage-Anzug. Dann 1 Tag bis Vorratslieferung und dann würde ich sagen, bauen wir eins von den Energierelais aus. Eine dringende Übertragung für da Sie, Da kommt unsere Kohle. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Die Ältesten haben mich gesegnet. Nein, ermächtigt. Ich bin stärker denn je und werde Sie nicht enttäuschen. Auf gut Deutsch, er verpisst sich, wenn wir ihm Schaden machen. Es gibt keine nervigeren Sachen als automatisch verpissende Gegner. Ich meine, die Assassine hatte ja schon so einen Teil, wenn sie angegriffen hat, dass sie dann wieder abgehauen ist. Und der, wenn wir ihn angreifen, haut ab. Oh Gott. Das könnte echt nervig werden. So.
Zwei besiegt, einer noch da und er hat Bestrafung. Einen brutalen Angriff auf den Widerstand, der dauerhaft die Einnahmen von XCOM senkt. Der Arsch. Wir haben 140 Infos. Gucken wir es uns an. Okay. Damit kann man umgehen, aber es ist nervig. Wenn man nicht verborgen ist zu Beginn. Adventssoldaten tragen mehr Sprengsätze. Ist nervig, weil mehr Massenschaden und mehr Deckung, die sie uns nehmen. Und die Fähigkeit, die unsere Spezialisten haben. Nee, Quatsch, nicht die, die unsere Spezialisten haben, sondern zwar für sich selbst eine eigene. Und zwar, nachdem sie entdeckt wurden, gehen sie in Feuerschutz. Das heißt, wir entdecken sie. Sie holen sich dann erstmal ihren freien Zug, wo sie sich hinter irgendwelche Deckungen stürzen und gehen dann automatisch in Feuerschutz. Ich weiß nicht, welchen von den dreien ich jetzt dringender verhindern möchte. Eigentlich alle drei. Hoffentlich kommt das nicht allzu schnell. Alle Scharmützler, die von den Fesseln der Ältesten befreit wurden, warten gebannt auf ihre Befehle, Commander. Okay, Krieger der Apokalypse. Das ist interessant. Mal gucken, also, was haben wir momentan gerade? Wir haben die Ressourcenbelohnungen erhöht. Die möchte ich auf jeden Fall drinnen behalten. Die Schnellbergung ist genial, weil wir müssen nicht erst noch hinfliegen und 4-5 Tage aufwenden, um die Kohle reinzuholen. Und halt mehr Ressourcen. Auch gut. Ansonsten hätten wir alternativ verdeckte Aktionen, wir haben keinen Hinterhalt mehr. Kann ich mit leben. Experimentelle Munitionsprojekte werden im Testbereich sofort abgeschlossen. Nicht unbedingt notwendig. Gesammelte Vorräte aller Vorratslieferungen werden um 15% erhöht. Das wäre halt noch interessant, aber wir haben leider keinen Slot mehr und für was ersetzen. Wenn wir nochmal einen Slot bekommen sollten, kommt das auf jeden Fall noch mit rein. Ansonsten haben wir hier jetzt gerade... Ah, hier drüber bekommen wir die Advent-Einheit, die sich dem XCOM-Trupp anschließt, alles klar. Und hiermit behindern wir die Auserwählten am Wissen sammeln. Bautempo von Einrichtungen, nicht so wichtig. Finde ich jetzt zumindest in unserem aktuellen Status nicht, weil wir bauen nur noch das Labor. Tempo aller Rüstungsforschung, nicht so wirklich dringendst. Effekt aller Waffenmodifikationen ist erhöht. Das wäre noch interessant, aber auch eher was für, wenn wir noch einen dritten Slot bekommen sollten. Wobei ich das tatsächlich vorziehen würde. Und stark überlege, ob wir vielleicht sogar eins von den aktuellen damit ersetzen. Aber die sind beide auch sehr gut, finde ich. Am Ende jedes Monats einen Block. Ne, lassen wir es erst nochmal. Es geben sich nicht viel, die drei. Was haben wir ansonsten für die Templer noch da? Mal gucken. Das einzige oder wie? Kann man hier nicht irgendwie scrollen? Ah, hier. Nur das eine, okay. Leicht verwundete Soldaten können in den Kampf geschickt werden. Aha. Alle drei zusätzliche Energie auf der Avenger. Das könnte man, wenn das Relais verbessert ist, ersetzen. Eventuell, müssen wir gucken. Soldaten-EP-Gewinne werden um 10% erhöht. Ja, okay. Also wir ändern hier nichts. So, dank Schnellbergung. 362 Vorräte zurück in die Avenger. Commander, ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Ja, ich weiß. Sie können bei Bauvorhaben und beim Freiräumen helfen. Einrichtung besetzen. So, jetzt haben wir mehr Energie. Was haben wir sonst noch so an eventuellen Verbesserungen? Hier können wir noch das Relais und die Ilerium-Leitung basteln. Was
Industrielabor ist ausgebaut, die Werkstatt ist ausgebaut. Der Testbereich hat, glaube ich, nichts, richtig? Das ist das Energierelais, das ist die Schattenkammer, die hat eine Verbesserungsmöglichkeit, und zwar das psionische Tor für 200. Können wir noch ein kleines bisschen drauf warten. Die Ria-Taktikschule müsste nichts mehr haben, genau. Und hier haben wir jetzt halt noch die hohen Fähigkeiten, die auf einzelne Klassen sind. Höhere Crit für Scharfschützen. Nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob ich die für die Fähigkeiten wirklich momentan gerade die Vorräte ausgeben möchte. Hier haben wir noch das Super Vital-Modul. Eventuell. Energie ist da. Zusätzlich Platz für XCOM freischalten. Das ist interessant. Also das ist der Joker-Slot, wo man alles reinpacken kann. Das fände ich interessant. Und was haben wir hier noch offen? In Gegenständen. Braucht man nicht wirklich irgendwas davon, finde ich. Die haben zwar alle ihre gewisse Daseinsberechtigung, aber ich weiß nicht, ich gebe die Kohle dafür einfach ungern aus. Da baue ich mir doch eher nochmal ein Höllengewebe. Oder verstärke den Spark, das wir mal wieder mitnehmen. Ja, das machen wir. Und ein Höllengewebe haben wir auch noch Kohle für. Das ist in Ordnung. Das machen wir. Jetzt sparen wir erstmal wieder ein bisschen. Okay. Können wir auch Sparky mal wieder mitnehmen. Ist doch auch okay. Ohne ihn fürchten zu müssen zu verlieren. Aber jetzt schnappen wir uns erstmal den Rest von Australien. Und dann laut und deutlich. Die Frage, jetzt haben wir die Geheimeinrichtung freigesetzt. Neue regionale Kontakte gefunden. Das wäre natürlich nicht verkehrt, die direkt anzugreifen. Bauen könnten wir hier auf jeden Fall dann noch den Knotenpunkt. Dann haben wir eine bessere Linie Richtung Südamerika und kriegen die Verbesserung unserer PKS-Effekte. Nicht verkehrt. PKS muss ich eh nochmal nachgucken, ob es nicht noch irgendwas gibt, was wir sinnvoll verteilen können. Ansonsten ist halt nur noch das mit dem Soldaten interessant, finde ich. Jetzt so auf Anhieb. Weil mehr Leute zu haben, ist nie verkehrt. Und Schwarzmarkt waren wir auch schon lange nicht mehr, ne? Habe ich aber nicht wirklich das Interesse dran. Ich würde sagen, wir warten einen Tag, bis Alicia fertig ist. Vielleicht nehmen wir sie mal mit. Und dann gehen wir auf den, auf die Geheimeinrichtung. Wir bauen jetzt erstmal hier. Oh, 200. Okay, das ist ordentlich teuer geworden. Nee, dann holen wir uns erstmal den Soldaten. Avenger berechnet 9. Mal gucken, was wir da noch finden können. UFO, das uns ja aktuell aufgegeben zu haben, oder? Zumindest nirgendwo zu sehen. Auch gut. So, da ist Alicia fertig. Neue Fähigkeit Nulllanze. Was kann sie noch bekommen als nächstes? Seelenfeuer ist in Ordnung. Solider Schaden. Standhalten ist natürlich schön, damit sie überlebt. Vielleicht jetzt die Nulllanze zum Angreifen schon. Machen wir erstmal was Defensives.
Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann habe ich gesagt, schnappen wir uns die Geheimeinrichtung. Würde ich sagen, machen wir auch. Einmal Geheimeinrichtung zum Einpacken. Codex, Elite-Purifikatoren, Schildträger, Torwächter ist auch mit dabei, schwere Max. Könnte witzig werden. Mal gucken, wer so zu haben ist. Von unseren Leuten. So. Und runter. Machen wir wieder den alten... Move und geben frei, was freizugeben ist, und dann schauen wir mal, wen kann mitnehmen. Es ist eine sehr schwere Mission, also wir sollten auf jeden Fall ein paar gute Leute mitnehmen. Ich würde auf Heilung durch Skef. Ich würde auf den Templar Stormwalker. Na, lass mal Lisha da lieber erst noch mal ein bisschen trainieren. Nehmen wir mal Phoenix mit. Um mal ein bisschen Psi-Action zu haben. Davon hatten wir noch viel zu wenig. Snake oder Shadow? Oder bauen wir erst nochmal Hound Dog weiter aus? Der kann die. Ja, der kann die Erfahrung noch gebrauchen. Und der ist als Mage auch gut genug. Dann nehmen wir auch Baroness nochmal mit. Und am liebsten wäre mir noch ein zweiter Heiler bei einer schweren Mission, aber die sind alle beschäftigt. Außer halt unseren Noobs. Muss nicht sein, dann muss Skef halt das Ganze stemmen. Schafft Skef, aber bin ich mir sicher. Dann... Mal überlegen. Mox wäre eine gute Wahl, um Skef zu unterstützen. Und Mox war auch schon lange nicht mehr mit dabei. Dann gucken wir. Zuerst mal neue Ausrüstung. Den War-Anzug auf jeden Fall. Eins der Plasma-Gewehre, die ausgestattet sind. Raketenwerfer. Es sind keine verlorenen angezeigt. Raketenwerfer. Ja, doch. Und natürlich das Nano-Med-Kit. BKS ist eingebaut. Dann gucken wir mal bei dem guten Stormwalker. Dürften wir allerdings nicht allzu viel Auswahl haben. Würde ihm allerdings mal... Und ganz kurz gucken. Becken dran zu setzen. Ich würde sagen, wir geben ihm die Gefahrgutweste mit, weil er ist ja sehr stark Nahkämpfer. Stärker als unsere Ranger. Und da ist das sinnvoll, wenn er solchen Gift-Feuereffekten und so widerstehen kann. Dann haben wir unseren eigenen Psioniker, natürlich Plasma-Gewehr noch ein Stecken ausgebautes. So. Ich würde sagen, wir geben ihm die Nanoschuppe-Weste mit, damit er ein bisschen überlebensfähiger ist. Und dann ist das okay. So, er hat ja definitiv Spaß mit dem Arashi und dem Katana gehabt. Das darf er auch weiterhin. Und dann geben wir ihm mal unser neues Höllengewebe. Und eine Sondergranate noch. Na komm, geben wir ihm die Brandbombe mit. Das passt so schön als Setting. Höllengewebe und Brandbombe. So, mal gucken. Wir brauchen langsam mal die besseren Waffen für unsere Heavies und die Scharfschützen. Ich glaube, das werden wir angehen, wenn jetzt das Schattenkammerprojekt durch ist. So,
Dann erstmal das Antimateriegewehr einflacken und den Energieschattengüter. Für den Fall, dass irgendjemand in ihre Nähe kommt. Wird ja nicht verkehrt sein. Oder nee. Wir geben ihr doch die Weste mit. Und... noch eine Spezialgranate. Jetzt haben wir den Torwächter, war eine schwere Einheit dabei. Ja, probieren wir es mal. Mal gucken. Ja. Ich würde sagen, das ist unser Setup für heute. Und damit legen wir los. Mal gucken, wie sich die sechs schlagen. Und wie die nächste Geheimhaltrichtung aussieht. Sind in Position für den Einsatz. Widerstandskräfte haben uns die Position einer Alien-Einrichtung in diesem Gebiet verraten, die mit dem Avatar-Projekt zu tun hat, und werden sie ausschalten. Endgültig. Nähern Sie sich dem Ziel, platzieren Sie die X4-Ladungen und gehen Sie auf sichere Distanz zur Detonation. Wenn wir die Einrichtung vernichten, verschafft uns das mehr Zeit. Kennen wir ja schon. Sorry, dass ich so lange geschwiegen habe. Ich habe gehofft, die Ladezeit ist nicht ganz so lang. Hab mal Schlückchen getrunken, musste mal sein. Kennen wir schon. Nächste Geheimeinrichtung. Knacken wir sie, legen die Sprengladung. Und mal schauen, was wir so alles mitnehmen können daraus. Manus 1-5, okay. Zielkoordinaten eingegeben. Gehen Sie in Position und platzieren Sie die X4-Ladungen. Könnte eine neue Karte sein, sagt mir jetzt so spontan gerade nichts. Mal schauen, was wir finden können. Aber wir kommen nicht bis hinter die Deckung. Schade. Machen wir uns doch mal mit Scaff hier die Hohe. Hinter dem Kaktus. Alles klar, da haben wir den ersten Mech. Das heißt also, versuchen nicht zu nah beieinander zu stehen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und erstmal gucken, ob wir in eine brauchbare Aufstellung kommen. Für den Hinterhalt, aber es sieht so auf den ersten schwierig aus. Kommt drauf an, wie die Jungs jetzt laufen, denke ich mal. Patrouillieren ja schließlich. Okay. Das gefällt mir nicht. Ich will sie nicht so nah beieinander haben. Okay. Hoffen wir mal, dass wir jetzt erstmal noch einen Zug haben, wo sie uns nicht entdecken. Ich meine, Chancen sind hoch. Okay. Das könnte unsere Bewegungen ein bisschen einschränken. Oder näher an die Mitte rangekommen sind. Schauen. Oh. Jetzt sagen Stormwalker lassen wir erst mal raus. Gucken, wie die sich bewegen, nachdem wir sie angegriffen haben. Baroness bleibt mal da hinten, würde ich sagen. Scaff kann näher ran. I'm on it.
Auch Mox könnte näher ran. Allerdings sind die Positionen, die frei sind, nicht die allerbesten, finde ich. In Bewegung. Beste somit. Für zwei nicht gleich die Sondergranate einsetzen. Wird sein. Ich lasse niemanden vorbei. So. Roger. Mit Phoenix vielleicht auslösen den Hinterhalt. Mal gucken. Will sich nicht schlecht machen. Ansonsten. Allzu viel verborgen möchte ich ehrlich gesagt nicht machen. Ich will abwarten, wie die sich bewegen. Verpassen wir denen erstmal einen leeren Spalt. Du kannst der Leere nicht entkommen. Jetzt, wir dürfen noch faulen? Schweinerei. Aber er hat einen Schaden trotzdem gekriegt. War wohl. Einfach nur ein kleines bisschen so ein Glitch. Sie haben uns entdeckt. Okay, also sie haben sich nicht wirklich großartig in die Richtung bewegt, in die ich sie gerne gehabt hätte. Danke. Für nix. Ich würde sagen, dann bewegt sich Charles einfach mal ein bisschen näher ran. Und was haben wir da jetzt eigentlich? Haben wir den übernommen? Nation mehr. Einfach haben wir ihn übernommen. Das ist die Verbindung da dazu. Können ihn angreifen. Reiten wir ihn erstmal vor für, zur Sicherheit, würde ich sagen. Wegen der Rüstung. Rüstung hält Stand. Und weil wir nicht wissen, was da noch so rumsteht. Und dann würde ich sagen, wagen was, auch wenn es ins Offene führt. Ich will nicht wissen, ob da noch was anderes dahinter hängt. Habt ihr das gesehen? Da fällt mir gerade auf. Jetzt, da wir den einen haben, wir haben in der Mission gar keinen eigenen Advent mitgebracht. Oh, scheint nicht immer zu funktionieren. So, schicken wir mal unseren Scout vor, würde ich sagen. Codex Purificator und ein Schildträger? Ja. Okay. Ich sage, wie stehen die jetzt? Sieht gut aus. Wenn die Null dann zu lang genug ist, wohl. Ja, die müsste relativ lang sein. Ah, schade. Sie ist nicht lang. Sie ist lang, aber sie ist gerade so nicht lang genug. Verdammt. Was haben wir noch? Wir haben Inspirieren, wir haben Beherrschung. Können wir ihn hier inspirieren? Ja, können wir nicht. Ach, können wir. Ah, komisch, dass es nicht mit dem direkt ging. Warum nicht? Ich verleihe dir Stärke. Damit darf er nämlich nochmal. Ah. Der Winkel ist gerade so zu klein. Gerade so. Ernsthaft. Ich würde sagen, der Schildträger ist unser vorrangiges Ziel.
Und zwar hinter Deckungen, aber wenigstens brennt er. Darauf habe ich so ein bisschen gebaut. Okay, er kommt nicht in Reichweite. So, dann stecken wir das mal hinter die hohe Deckung hier. Und Hounddog braucht jetzt definitiv ein bisschen Deckung. Hm, 55%? Oh, sogar gekrittet. Sehr geil. Schon beeindruckt? Und er ist nicht hochgegangen. Okay. Weiß ja nicht. Ziehen wir sie erstmal ein bisschen weiter hinterher, damit sie näher rankommt. Bestätigt. So, und mit dem Plasmagewehr werden wir wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel ausrichten können. Dann würde ich sagen, wird Skeff in Auto-Wachsamkeit gehen. Mit dem Sprint. Dann haben wir noch Mox. Dessen Bewegungsreichweite momentan mir auch zu kurz ist irgendwie. Ziehen wir mal hier rüber. Alles mehr so Vorbereitung. Und jemand? Finde ich gut. Wir haben die Gedankenrolle verloren, schade. Ich hoffe, die hält noch ein bisschen länger. Waffe nicht betroffen, aber die Waffe ist deaktiviert. Schön. Ich muss Baroness erstmal nachladen. Und sich bewegen. Okay. Das war knapp! Das Feuer breitet sich mich aus! Getroffen. Alles klar, wir werden erstmal auf den Kodex losgehen. Für die Templer! Und den schön parieren. Okay, Codex hat sich geklont. Klingt machbar. Dann bewegen wir Hounddog erstmal hier raus und mal gucken, ob er dann gleich nochmal krittet. So einen schön flankierten Ziel. Oh, leider nein. Abgeprallt! Okay, müsste. Ach so, klar, sie steht im Feld, deswegen kann sie nicht direkt nachladen. Wo platzieren wir sie dann am besten? Keine hohe Deckung, ist auch keine hohe Deckung. Ah, machen wir erstmal die anderen. Okay. Dann mit Skeff schalten wir dann erstmal den Flammenwerfer aus. Target disabled. Und kriegen eine Bonusaktion, das finde ich gut. Dann löschen wir doch erst mal Baroness und geben ihr die zwei Punkte wieder. So. Erfolgreicher Zug für Skeff. Was treiben wir jetzt mit ihm hier? Bin ich mir noch nicht so ganz einig. Ich würde sagen, lieber auf Safety. Probieren wir es mal. Ob wir den Codex da erwischen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, der Rest steht hier und dort. Wird für einen
C-Einsatz jetzt nicht ganz so sinnvoll. Immer noch dort. Ziel los! 48%. Beherrschung 77, 53. Gucken wir mal, ob es funktioniert. 77%, gute Chance. Yes, wir haben unseren eigenen Schildträger. So, machen das erstmal hier raus. Dann laden wir kostenlos nach. Nachgeladen. Und ja, wir könnten natürlich auch den Schildträger entladen. Ich würde sagen, wir machen erstmal Feuerschutz, nutzen wir den Schildträger nochmal. Ah, schade, die haben nur eine Ladung da dafür tatsächlich. Dann setzen wir ihn mal unter Druck. Hätte ich nicht erwartet, aber danke. Nehme ich. So, Aliens dran. Er konnte seine Kontrolle nicht brechen. Können die für uns einsammeln? Mal gucken. Hey, können sie nicht. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber man muss es ja mal ausprobieren. Jugend forscht. Wir wissen es ja, wir wissen es ja. Okay, Phoenix, dann schnapp dir mal die hohe Deckung. Und entledige dich deines Freundes. Rüstung wurde getroffen. Okay. Charles ist irgendwie ziemlich untätig in dieser Mission. Es ist weit, aber ich kann es schaffen. Schon dabei. Okay. Gucken. Nichts Neues, okay. Das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Der Rest muss einfach hinterher. Ah, das Setup hier ist, finde ich, blöd. So viel freier Raum, den wir nicht richtig überbrücken können. Und man eine ganze Menge, ich sag mal, Bewegungspunkte verlieren. So. Bevor er wieder sich befreit aus seiner Gedankenkontrolle. Bringen wir Baroness nach oben? Kann sinnvoll sein. Wir müssen eh da lang. Ei. Dann gucken wir doch mal, ob wir mit Charles was Neues finden. Also was Neues zu töten. Nicht. Gehen wir hier hinter die hohe Deckung. Und immer noch nicht. Finde ich in Ordnung. Kann ich mir leben. Okay, mal auf jeden Fall sicher hinterher. Und dann, da wir hier keine Gegner haben, verzichten wir mal auf Deckung. Nehmen wir mal die volle Bewegung. Scav könnte auch mal nachladen. Wäre nicht verkehrt. Da ist die Chance groß, dass wir was finden werden, wenn ich mich so bewege. Gucken wir mal. Bewege mich vorwärts. Riskant. Ein Geschützturm. Noch ein Geschützturm.
Und der Geschützturm sieht uns auch. Und der Geschützturm sieht uns auch. Ja, wie gesagt, ist riskant, was ich da gerade gemacht habe. Bin auf dem Weg. Sammeln wir erstmal hier ein. Liegen lassen. Gerade Illyriumkerne nicht liegen lassen. Die Techniker werden das lieben. Ja, das werden sie definitiv. Hinterher. Affirmative, covering now. Mal gucken, ob Mox da oben sicher ist in der hohen Deckung. Super schweres Geschütz, okay. Ist jetzt die Frage, steht da noch irgendwas in dem Bereich hier, den wir noch nicht sehen? Gucken wir mal. Noch nicht. Dann bewegen wir uns erstmal nach hier. Und nach hier würde ich sagen. Okay, bin unterwegs. Diese Archon-Variation muss das modifizierte Testsubjekt sein, an dem Dr. Valen experimentiert hat. Dabei hätte sie doch aber nicht gleich auf die Ausrüstung verbessern müssen. Kein Wunder, dass diese Dinge aus dem Labor ausgebrochen sind. Das ist die Chance, auf die wir gewartet haben. Machen wir das Ding fertig, bevor es wieder entkommen kann. Oh je. Finde ich jetzt, nee, nicht wirklich gut. Machen wir erstmal, ich würde sagen, die hohe Deckung für Baroness frei. Jetzt müsste er eine Reaktion kriegen, ja. Immer nach jedem Zug, den wir machen. Edwin, Bodentruppen! Es versucht, einen unserer Soldaten zu greifen. Das müssen wir verhindern. Okay. Sehr uncool. Sehr, sehr uncool. Gucken wir erstmal, ob wir vielleicht mit dem Peitschenhieb hier das Geschütz ordentlich vorsämpeln können, sozusagen. Und dann mit einem Schuss ausschalten. Ja, schon mal, das ist schon mal was wert. Das ist auf jeden Fall schon mal was wert. Aber ansonsten habe ich uns jetzt in eine ganz schön miese Situation gezogen, muss ich sagen. Fallen tut's mir eindeutig nicht. Oh. Verstanden. Auf Nummer sicher für unseren Psioniker. Das sieht schmerzhaft aus. Mich gerettet. Das sah schmerzhafter aus, als es war. Und ab geht's. Okay, Baron ist in eine gute Position mit dir. Aber fiese Fähigkeit. Okay, und dann haben wir Skeff. Noch halbe Deckung bis auf das da hier. Aber irgendwas müssen wir mal machen. Prozent auf das Geschütz, 47 auf den Torwächter. Sagen Geschütz. Eindeutig. Kleinere Rüstung. Da kommt mehr durch. Hit the armor. Das können wir im nächsten Zug ausschalten. Torwächter, mehrere Advents-Soldaten und ein Archon-König. Das tut ein bisschen weh. Oh, das ist nämlich die Untertreibung des Tages. 8 Schadenspunkte. Wie klingt der daneben? Ob wir mit Stormwalker irgendwas Sinnvolles treiben können. Zur Not halt auf jeden Fall mal eine Ablenkung. Du wirst den Preis zahlen. Indem wir in schönes offene Stellen operieren.
So, schön. Jetzt parieren. Der Eichhörnchenkönig steht hinter der Tür. Wenn wir die Tür öffnen, besteht eine Chance, dass wir mehr Freunde einladen. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Weiß nicht so wirklich, ob mir das gefällt. Okay. Sind schon mal nicht verkehrt. Den können wir auf jeden Fall töten. Den Elite-Soldaten, ja genau. Den Elite-Soldaten, den können wir auch töten. Aber das dürfte die bessere Position sein. Auch wenn sie leicht von den anderen beiden unterlaufen werden kann. Ja. Rüstung hält stand. Okay. Wir nehmen auf jeden Fall die blitzschnellen Hände mit dazu. Jedes bisschen Schaden zählt. Leider sieht sie den hinteren nicht. Wäre jetzt für die Pistole das bessere Ziel. Mit der Granate. Nicht weit genug, definitiv. Sie hat 6 bis 8 Schaden. Das Geschütz hat sie eine gute Chance, mit einem Schuss von ihrem Präzisionsgewehr auszuschalten. Hat sie 100% Trefferchance. Auf den Torwächter ist es Verschwendung. Und den kann sie mit Max-Schaden ausschalten. Ich würde sagen, wir schwächen den, oder versuchen, den, Elite-Soldaten vorzuschwächen mit dem, mit der Pistole. Sehr schön. Und verpassen dann dem Geschütz hoffentlich die Zerstörung. Bei Kampf. Sehr schön. Feind terminiert. Das war's, worauf ich gebaut habe. Erstmal hinter hohe Deckung mit dir, Skeff. 65% auf den Elite-Soldaten. Wenn sie mit dem Raketenwerfer reißen, zeig mal. Das sieht nicht verkehrt aus. Das mach mal. Rockets away! Okay, die beiden Advents sind durch das Durchbrechen des Bodens gestorben alleine. Wobei ich glaube, selbst der Schaden auch ausgereicht hat. Unsere Leute standen zum Glück passend für die Rakete, aber der Torwächter schwebt natürlich. Von daher geht's dem noch blendend, würde ich sagen. Kletterhaken darüber? Naja, leider nicht. Das wäre jetzt nochmal interessant gewesen. Leider aber nicht. Könnte Skeff noch Teamwork geben? Wen haben wir noch? Und noch Phoenix und... Ja, das sind die letzten beiden. Der Archenkönig macht mir noch so ein bisschen Gedanken. Ich würde mal sagen, wir setzen ihn auf Feuerschutz. Viele Feuerschutz. Und bestätigt. Und hier aus. Hinter den großen Felsen. Und auf Feuerschutz. Ja, doch auf Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. So, mal gucken, was die Aliens treiben. Torwächter zuerst. Öffnet sich. Macht ein Tor. Klingensturm ab und ist down. Nein! Counter gestürzt. Oh, er hat ihn überlebt. Uff. Sie sind bei der Zielposition. Aber das ist keine gute Position für ihn. Oh je. Da haben wir echt mehr Glück als Verstand gehabt jetzt gerade.
Dementsprechend würde ich sagen, gibt es jetzt definitiv erstmal einen Heal für Hound Dog. Go help him out. Dann hat er 14. Ich würde sagen, wir reißen den Archon-König von hier aus. Ein gerechter Hieb. Und gehen dann auf Parieren über. Das wir hoffentlich direkt machen können. Ohne Reaktion. Der Schuss ging nicht durch. Ah ja, er kriegt natürlich eine Reaktion. Aber wir kriegen erst noch einen Klingensturm. Sehr schön. Schreibt er dann? Stormwalk ist aufgeladen. Er bewegt sich und. Ah, Bombardement. Okay, mal gucken, wie das bei dem wirkt. Bombardement wird definitiv auf parieren. Ich würde sagen, Hound Dog platziert die Ladung. Wow, die kommt schnell runter. Bewusstlos betäubt, betäubt. Ach du Schande. Die ist echt mächtig. Und dann darf er sich sogar nochmal wieder bewegen. Weil Hound Dog sich bewegt hat. Wow. Okay, platzieren wir erstmal das X4. Für alle Fälle. Manus 1-5, Status bestätigt. X4 Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Okay. Evakuierungspunkt gesetzt. Gucken wir erstmal, ob wir den König nicht nochmal ein bisschen Schaden verplatzern können. Vier Punkte. Voraussichtlich. Drei Punkte voraussichtlich. Steht mir extrem nah an den Typen dran. Hat noch 14 Lebenspunkte. Überleben sollte er es, denke ich mal, auf jeden Fall. Okay. Brennt. Na, das schon wieder. Er wird nicht gesehen gerade von Phoenix. Hunter hat nur einen Bewegungsfall. Okay. Dann gucken wir mal, ob man von dort aus treffen kann. Deckung wird uns gegen den eh nicht viel helfen. Ah gut, der Brand hat dafür geholfen, dass er den nicht hinten Boden smashen konnte. Das ist gut, das ist sehr gut. 53%. Mal gucken, ob der leere Spalt für ihn eine gute Alternative ist. Mal gucken, was da hinterher passiert. Wir schaden auf jeden Fall. Ist immun gegen die. Ne, ist nicht. Ah, mal gucken. Gedankenkontrolle widerstanden, brennt. Okay. Ich brauche einen Sanitäter! Wow! 9 Schaden, okay. Das ist übel. Ne, ich würde sagen, wir lassen ihn nochmal da. Holen Hound Dog mal vor. Kein Problem, Boss. Ah, das sieht man diese Reaktion haben. Bleibt er jetzt. Oh oh. Ich brauche ein Medikit! Seine Waffe ist auch nicht schlecht. Evakuieren wir lieber. Bereit zum Abmarsch.
Hat nur noch 7 Punkte. Und da kommt... Oh, Verstärkung, scheiße. Die Kavallerie ist da. Skeff ist noch bewusstlos. Manus 1-5, Vorsicht, wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Hallo Maus, was treibst du da? Okay, Skeff scheint wieder wach zu sein. Gut, das ist gut. Versuchen wir jetzt unsere Leute besser zurückzuziehen. Wir haben dem Archon-König schon ganz ordentlich Schaden verschafft. Ich habe uns im Stich gelassen. Daneben, verdammt. Moment. Was treibt da? Nochmal der Versuch. Ich brenne da weiter. 42%. Gucken wir mal. Schade. Naja, zum Glück brennt er noch. Okay, Skeff, hau ab. Bevor es dir zu schlecht geht. Ja, wir verpieseln uns jetzt am besten mit allen. Ich muss rennen. Nochmal. Okay. Dann schnell weg mit dir. Dann aus Dawnwalker aus dem Teil da mal raus. Obwohl Houndog wäre besser gewesen. Ah, der steht mir auf den Sack. Ah, er hat das Tor gerufen. Das ist für uns definitiv von Vorteil. Allerdings stehen wir jetzt scheiße. Für die Betäubung. Das ist gar nicht gut. Die Gefängniswärter der Ältesten sind in der Nähe. Der Nächste hat das! Und wir haben den Zug. Oh Gott, ich glaube, wir verlieren Houndog. Mir wird es hier zu heiß! Ich glaube, wir verlieren Houndog. Das kann Stormwalker nicht alleine reißen. Außer halt. Das wäre das Einzige. In der Hoffnung, dass er mit Parieren halt das Feuer auf sich zieht. Ich mach's ungern, aber ich mach mal was. Ich speichere mal. Weil ich möchte Houndog wirklich ungern verlieren. Ich reiße dich in Stücke! Der verpieselt sich zum Glück. Gehen wir auf Parieren. Jetzt bitte, bitte nehmt. Oh, einen Schadenspunkt. Ernsthaft. Zum Glück geht er in Stase. Das ist von Vorteil. Da haben wir einen Klingensturm. Und. Wieder ein Schaden. Ein Schaden. Ernsthaft, Spiel. Der Feind trachtet mir nach dem Leben. Okay.
versuchen wir die Nummer nochmal. Mal schauen. Gister, beweg dich bitte. Bitte beweg dich. Ich fänd's toll, wenn du dich bewegst. Danke. Das war das Geilste, was der Soldat hat machen können. Also aus seiner Sicht, meine ich. Wenn der Feuerschutz nämlich getroffen hätte, hätte er nochmal Schaden gemacht. So, was ist eigentlich mit Hound Dog? Stehst du mal auf? Du hast doch noch Leben. Männer 1-5, Vorsicht! Wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Also, dafür, dass er anfangs relativ wenig hat reißen können, ist Stormwalker damit definitiv MVP dieser Runde. Geile Leistung. Ziehe mich zurück. Geile Leistung. Also, die Templer-Fraktion, die Klasse. Absolut genial. Genau mein Spielstil. Meines 1-5, Status bestätigt. Bisschen Glück noch mit dabei, aber genau mein Spielstil. Alle verwundet. Wertung deshalb nur gut. Aber alle verwundet. Okay. Geile Nummer. Absolut geile Nummer. Mal gucken, was wir da rausziehen können jetzt für uns. Auf jeden Fall, ich denke mal so ein, zwei Punkte Avatar-Fortschritt nach hinten. Illyrium-Kern haben wir ja geborgen. Dieser Ehrung folgte eine Schweigeminute für die von XCOM ermordeten Friedenshüter. Ermordet? Ja, schon. Irgendwie schon. Aber Friedenshüter? Ein Mord ist ja eine Tötung mit Absicht und ja, ich hatte die Absicht, die zu töten. XCOM lebt! Ja. Mit dem richtigen auf dem Bild. Hound Dog habe ich ja jetzt echt Bammel drum gehabt, dass es ihn erwischt. Sag euch, wer der Soldat, der vom der Gegner ein Spieler und ich wäre der Spieler, ich hätte definitiv auf Hound Dog geschossen. Ich wäre arschig gewesen. Unsere Soldaten bereits jetzt alt aus. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Stimmt, die haben wir ja auch gar nicht. Das heißt, wir brauchen definitiv eine Mission, wo wir sie befreien können. Aber wann ist das passiert? Wer hat die wie und wann gefangen genommen? Interessant. Ist voll an mir vorbeigegangen und es ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich keine Scharfschützen mehr zum Ziehen hatte. So viel dazu. Die Zerstörung der Alien-Einrichtung wirft die Fortschritte der Aliens beim Avatar-Projekt sicher stark zurück. Ach, schade. Für den Moment. Angst vor Auserwählten. Cyril Severs. Kann ich dich schon in die Krankenstation packen? Muss selber erstmal heilen. Da liegt er ja auch schon. Hier. Cyril, Phoenix. Das ist allerdings nicht Skeff. Der kommt mir auch unbekannt vor. Na, mal gucken. Wie lange sind die sechs Jungs und Mädels denn rausgeschaltet? Vielleicht 3, 11, 6 Tage. Wow, okay. Das heißt, wir müssen jetzt zusehen, dass wir... Es gibt, glaube ich, auch verdeckte Missionen, die es auslösen können, dass wir jemanden finden. Ja,
Naja, mal gucken. Hoffentlich finden wir eine Mission, mit der wir sie wiederholen können, denn Baroness ist ja schon echt gut gewesen in ihrer Eigenschaft als unser bester Sniper. Hoffen wir auf das Beste. Gucken wir beim nächsten Mal, ob das vielleicht schon beim nächsten Mal gelingt. Ich sag jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt, natürlich noch viel Spaß im restlichen Tag und ciao!